Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Pargonia. Gegnerisches Lager wurde zerstört. Ach, schau mal, na guck. Ich habe gar nichts gemacht. Das war schön, wenn die eigenen Leute so ganz nebenbei so ein Lager zerstören. Ja, ich bin hier noch voll in der Planung. Und die machen einfach mal so, boing, Kiebe weg, alles cool. So, ich habe aber auch hier schon mal meine 25-Minikes hier rumgeistert. Ja dann, wenn das so ist. Vorsichtshalber, ihr kennt das ja, der Spielchen hier erstmal so, ne, für den Fall des Falles. So, zurück zum Spiel. Und dann würde ich sagen, hey, gib ihn. Alles, was da ist. So. Dann lasst mal sehen, Leute. Ich mach da mal so rum. Dann gucken wir mal, was passiert. Ja, ja, ja. Ja, das ging kurz und schmerzlos. So muss das sein. Zack, boom, weg damit. Braucht kein Mensch. Machen nur Ärger, die Leute. So, sehr gut. Dann hier Kampf abbrechen, beenden, wie auch immer. Ich kann immer mit 10 Leuten gereicht. Ja, sehr schön. Genau, gut, ne, die Funktion, dass man ja dann einfach sagen kann, da mit diesem Kreuz dann Angriff abbrechen, ist gut gemacht. Ist wirklich gut. Gut gelöst, wie ich finde. Okay, da fehlen mir aber jetzt ein paar Wachen. Das sollte aber kein Problem sein, glaube ich. Ich habe genügend Wachtürme eingerissen. Ich müsste normalerweise genügend Wachkräfte irgendwie genügend Wachen in den verschiedenen Garnisonen und so weiter rum existieren haben. Nicht Garnisonen, ihr wisst schon, Militärcamps. Einen Augenblick. Das ist der Bereich Erkundung und Expansion. Ich guck da mal kurz rein. Da sind keine. Okay. Auch nicht. Nee, wo sind die alle? Hä? Kann doch gar nicht sein. Wir haben noch zig Wachtürme eingerissen. Ich meine, gut, ich habe neue Wachtürme gebaut. Das ist richtig. Aber. Hier beispielsweise war es nur einer, den ich da gebaut habe. Wo sind die alle? Wenn ich jetzt, Moment, wenn ich so ein Wachturm, wenn ich da sage, ich entlasse die Leute. Und den Wachturm einreiße. Verlieren die dann ihre Funktionalität als Wächter? Hier werden 66 Wachen angezeigt. Wo sind die alle? Also ich hätte jetzt eigentlich vermutet, ne, dass das die Wachen als solche, ne, erhalten bleiben. Wir haben ja Unterkünfte für die Leute. Und dass die sich dann da aufhalten. In den Garnisonen sind die aber auch nicht mehr. Ich sage jetzt irgendwie, ja gut, da sind 10, das ist in Ordnung. Die sollen da auch sein. Ja, wo ist der Rest? Stecken die in den Wohnhäusern? Ich meine, wär mir jetzt auch egal. Die müssen ja nicht in den Militärcamps sich aufhalten, wenn die andere Möglichkeiten haben. Ich weiß jetzt nicht, wie da die Priorität ist, ob die sich halt ein Wohnhaus schnappen, wenn das frei ist. Und nur dann in die Militärcamps umsiedeln, wenn halt nicht genügend Wohnplätze vorhanden sind. Weiß ich jetzt nicht. Aber normalerweise müssten wir hier Wachkräfte haben bis zum Abwinken. Sind auch nur 4 insgesamt? Nee.
Ja, also normalerweise müssten wir müssten in entsprechenden Kulten ertrinken. Das sind Träger. Die versuchen hier jetzt die entsprechenden Sachen da und so ne, abzugeben. Silberdegen und so, hast du nicht gesehen? Was ist mit der anderen Geschichte hier? Irgendwo war da Hasenfleisch. Ah, okay. Immerhin schon mal 2 von 29 und weitere 15 unterwegs. Boah. Kein Problem, lasst euch Zeit. Weil hier so Sachen hier wie, ne, also Sachen, also hier so Leute wie die Waldläufer oder auch Soldaten, ne, die sind ja dann irgendwie in den Kasernen zu finden und in den entsprechenden Unterkünften. So, ne, hier, also Militärcamps, ne, das meinte ich. Aber wo sind die ganzen Wächter? Die? Gut, zufälligerweise das ein Wachturm. Da ist ein Wachturm, da sind aber Soldaten untergebracht. Das ist auch in Ordnung so, ne? Die können da ruhig mal existieren. Ich hüpfe da mal hier immer so ein bisschen rum. Hier haben wir ebenfalls Soldaten, auch passt auch. Da habe ich 10 Wachen. So, das sind aber 10 und keine. Wie viel wurden gerade angezeigt? Irgendwo hatte ich doch die keine 66. Hier haben wir 66 Wachen. So, 10. Da ist nix. Hier ist nix. Da ist auch nix. Da sind halt hier so Waldläufer, die da rum existieren. Und da irgendwelche Patrouillen schieben, die sie eigentlich nicht machen müssen. Und das ist nämlich erledigt mit der Patrouille. Die können hier rum existieren. Ich glaube, hier war das Gleiche. Ne? Da dachte ich auch irgendwie. Ach, das sind Soldaten. Okay, alles klar. Also da ist nichts. Die 10, da sind auch 10. So, das sind jetzt, wenn ich jetzt noch in der richtigen Reihenfolge bin, müssten das jetzt 30 sein. Da sind 4. 34. Gar nichts, da sollten 10 sein. Okay. Okay, wir waren bei 34. Hatten wir den schon? Ich glaube nicht. Ne? Wir sind jetzt bei 44. Haben wir hier unsere Tour begonnen? Mein ja. Also es müssten demnach so Pi mal Daumen irgendwie 20 Leute hier noch existieren, die irgendwo sind. Hier 15. Ich glaube, ich auch nicht mehr brauche. Ne? Ich glaube, das Ding hat sich hier erledigt. Ja, war komplett. Hier ist nichts mehr, hier sind keine Gegner, hier ist nichts mehr, was als Grenze irgendwie verschoben werden muss oder dergleichen. So, dann lasse ich die 15 hier mal. Und ja, die marschieren jetzt los. Die sind aber immer noch Wächter, man sieht es hier, ne? Die haben sich also nicht irgendwie verändert. Und dann reiße ich das Ding mal ein. Kabumm. So, die sind immer noch wach. Und laufen irgendwo hin. Hier tut sich jetzt was. Gut, wie sieht es hier aus? Sehr, sehr seltsam. Muss man das verstehen? Naja, egal. Ich schau mal. Das sind mir auch so ein paar Sachen, die dann so mysteriös sind. Wo man irgendwie davor steht und singt irgendwie und sich denkt. Warum? Wo sind die Leute? Warum tut sich da nichts? Sehr, sehr seltsam. Ist das ein Bug oder irgendwie? Ich meine, gut, jetzt kommt da ein paar angewetzt. Die wollen aber hier hin. Genau. Das wollen sie auch ruhig tun. Ja. Dann
sind das aber, ja, richtig sehe, maximal. Nee, sind 10. Alles klar, die sind dann hier komplett. Können wir das damit? Das tut sich nichts. Ne? Hier sind auch keine. Hier, man hat ja gesehen, sobald man hier so ein Gebäude anklickt und Leute, die dahin wollen, dahin unterwegs sind, die sind markiert. Da ist aber niemand, so wie ich das hier überblicke. Weit und breit nichts zu sehen. Ja, komisch. Okay, ich meine, gut. Vielleicht habe ich mich auch gerade verzählt oder, ne, oder habe da irgendwo die Übersicht verloren. Kann sein. Will ich gar nicht ausschließen. Möglicherweise war ich da etwas zu optimistisch. Gut, aber kein Problem. Kriegen wir hin. 10 Leute fehlen mir, die können wir aber rekrutieren. So. Entsprechende Waffen sind vorhanden. Vorhanden vor allen Dingen sind vorhanden. Und dann können die sich da austoben. Brauche ich mehr als 10? Moment mal. Bin ich selber wieder mal im Träumen hier. Moment, dann ist Jung. Die müssten irgendwo im Wachturm um existieren. Da. Der ist komplett. Oder so gut wie komplett. Okay. Ich kann ja auch 10 mehr noch machen. Das ist jetzt nicht das Problem. Da brauche ich aber, glaube, mit den Holzsperren, die ich da habe. Nee, hier komme ich nicht weit. Bergbau, bla bla bla. Hast du nicht gesehen? Moment. Holzwerkstatt. Na, ja, 3 Stück von. Freundlicherweise. Bist du mit irgendwas beschäftigt? Nö. Dann mach doch immer so 10 von den Teilen. Meinetwegen 15. So. Genau. Dann schaue ich mal. Gegner ist es vorher sind bei den Lager gewesen, die wir da zertippt haben. Okay. Das ist der Außenposten. Der kriegt nach wie vor Hasenfleisch geliefert. Das zieht sich ein bisschen. Und das mit dem kuriosen Basard. Oh! Der hat seine 10 Silberdegen bekommen. Die Fackeln sind auf dem Weg. Leichtrüstung ist komplett. Er hat also fast alles bis auf 3. Nee, 2 Fackeln, die ihm da noch fehlen. 2 Fackeln, die ihm da noch fehlen. Okay, was mit ihm hier? Sehr schön. Da die gegnerischen Lager, die existieren nicht mehr. Die sind auch zerstört. So, das heißt, wir haben jetzt nur noch den Bereich hier, den wir für uns gewinnen müssen, wo dann noch entsprechend Land halt für uns zu gewinnen ist, bezüglich der Grenze, die zu verschieben wäre. Ansonsten sind wir durch. Das war's. Wir haben die gesamte Insel aufgedeckt. Wir haben sie fast komplett eingenommen. Was unser eigenes Land so anbelangt, ne, was so die Grenzverschiebungen hier so anbelangt, ne, das haben wir fast durch. Das war's. Wir müssen nur noch hier uns mit den beiden Fraktionen anfreunden. Eine haben wir ja schon. Die zweite ist in Arbeit. Du hast gewonnen! Kaum hatte ich es. Oh, Hilfe! Was wird denn jetzt hier? Kaum hatte ich es ausgesprochen, ist es passiert. Du hast gewonnen, wir sind durch. Meine Güte. Du hast gewonnen. Ja. Du hast dich mit allen pagonischen Dörfern dieser Insel angefreundet. Sehr gut. Okay. Ja, wow. Was war denn jetzt hier passiert? Was habe ich denn dann diesen Adler jetzt da gemacht? Hier wird noch eifrig gefeiert. Sehr gut. Ja, juhu.
Ihr habt das super hingekriegt, alle. Ja, feiert. Freut euch. Ihr seid eine tolle Gemeinschaft. Ihr seid ein tolles Dorf. Ihr habt das alles sehr, sehr, sehr gut gemacht. Wie immer noch. Sehr gut. Ja, Mann. Ja, das war's. Das war's. Wir haben es geschafft. Das, die Insel ist unser, wie man so schön sagt. Wir haben uns mit den Freunden, mit den anderen Dörfern angefreundet. Das, was man noch machen könnte, was man noch erreichen könnte. Ihr seht es selbst, wäre dann hier, dass man die Verbindung erreicht. Womit man liefere Waren. 30 Hämmer wären dann noch benötigt. Ein Augenblick. Das könnte man ja noch machen. Schau mal gerade. Mach mal. Moment. Ah, das hier ist noch nicht komplett erledigt, wenn ich das hier richtig sehe. Einen Moment. Ist der entsprechende Kollege hier noch beschäftigt? Ich lasse den mal so auf den 48 machen. Wie viele wurden da jetzt tatsächlich benötigt? 16, egal. Jo. Dann wäre die Geschichte. Ja, dann gut. Könnte man jetzt machen, aber ich glaube, wir sind jetzt so lange dann wieder dabei. Und ich denke, dass dabei sollten wir es belassen mit dieser Folge. Das jetzt hier noch sozusagen komplett zu abnehmen, weiß ich nicht. Das ist die Sache mit den Außenposten. Moment mal, Versorge Außenposten. Wie viel braucht er denn noch? Was war das mit den Hasen, ne? Zieht sich das ein bisschen hin. Das ist der Bazar. Der ist komplett erledigt. Da ist der Außenposten. Ja, nee, das dauert aber auch noch eine Weile. Ja, 29 Hasenfleisch. Braucht er immer noch. 7 sind bis jetzt geliefert. Und da müssten wir jetzt ewig warten, bis die Jäger da also wirklich ihren Job da entsprechend erledigt haben. Vielleicht müssen sie sogar noch eine weitere Jagdhütte da errichten, dass ich mit der einen gar nicht so weit kommen wie gehofft. Ja, aber Mann, sehr schön. Ja, im Prinzip, das war's. Ich mach mal hier den hier. Und, kleinen Augenblick. Hallo, da ist er wieder, der große Mann. Das war's mit dieser Insel und das war's dann im Prinzip auch mit Pagonia fürs Erste. Mit Pioneers auf Pagonia. Mann, was mache ich jetzt als nächstes? Ich bin noch gar nicht drauf vorbereitet auf eine neue Sache. Ich gedacht, das dauert noch ein bisschen länger. Ich muss noch kurz überlegen. Folgendes. Das nehmen wir doch mal wieder an. Moment. So. Erstmal speichern. Spiel speichern. So, Moment. Ein neuer Speicherplatz muss sein. Und dann gehen wir zurück zum Hauptmenü. Jo, wie ich. Und dann. So, dann müssen wir auf neues Spiel starten gehen. So war das immer. Ja, genau. Genau, gefährliche Hügel. Genau, das war die Geschichte, die wir als letztes gemacht haben. Und wo ja dann auch so die Rede war hier von wegen, dass da diese neuen Gegner auftauchen sollten und so weiter und so fort. Es gab ja dieses Update, da wurde das ja angekündigt. Wir hatten, so ihr seht das hier, jetzt gar nicht. Moment mal, ich mache mir mal eben ganz kurz klein. Also hier eine gefährliche Hügel. Das war die Geschichte, wo auch die neuen Gegner da angekündigt wurden, die dann nicht jetzt gar nicht erschienen sind. Wir hatten die Möglichkeit, die Geologen einzusetzen. Wir konnten das bauen. Wir hätten auch die entsprechenden Bergwerke bauen können. Ihr habt ja in der
Leiste da gesehen, in der Bauleiste. Und das konnte man machen, hat aber also alles so nicht so wirklich funktioniert. Und wie gesagt, auch diese Gegner sind nicht aufgetaucht. Wir konnten auch die entsprechenden Waffen hier für unsere Leute produzieren, da diese Dolche, aber wir konnten die nicht rekrutieren. Ich nehme mal an, als ich mit diese Geschichte hier, gefährlicher Hügel, als wir damit angefangen haben, war noch die Version 0.6, also die Vorgängerversion, da ja noch aktuell. Damit bin ich gestartet und ich vermute sehr stark, dass aus Kompatibilitätsgründen die anderen Geschichten nicht aktiviert wurden dann halt. Wenn die also merken hier, ne, im Spiel, du hast mit der Vorgängerversion bist du gestartet und um da irgendwelche Inkompatibilitäten zu verhindern, ist man dann halt einfach den Weg gegangen, okay, wir machen dann halt mit den Dingen weiter, die sozusagen zum Zeitpunkt vorhanden waren mit der vorhergehenden Version. Meine Güte, nee. Knoten in der Zunge. Mit der vorhergehenden Version. Und aus dem Grunde werden die anderen, also die neueren Sachen, nicht komplett jetzt da bei uns da, aus dem Grunde waren die nicht komplett vorhanden. Ich verhasse mich hier ohne Ende. Aus dem Grunde waren die halt nicht komplett vorhanden. Und die Dinge, die da waren und die man halt schon bauen konnte, wie beispielsweise den Geologen da, das ist ein Häuschen und auch die Geologen konnte man ja auch einsetzen, die waren ja vorhanden. Aber das funktionierte halt alles noch nicht so hundertprozentig. Und normalerweise hätten wir sozusagen hier mit gefährlichen Hügel komplett nochmal neu starten müssen. Und dann wäre das eventuell gegeben gewesen, dass wir dann mit all den Dingen, die da halt angekündigt wurden, dann auch dann letzten Endes zu tun bekommen hätten. Jetzt habe ich den Bogen aber gerade nichts bekommen. Okay, ja gut, war jetzt halt in dem Fall nicht. Ganz ehrlich, ich bin da nicht so ganz böse drum. Ich bin ganz froh, dass wir da mit dem blauen Auge durchgekommen sind und wir mit den Gegnern da zu tun bekommen haben, die wir da halt letzten Endes hatten. Okay. Ja, liebes Team, ne, hier von Pioneers auf Pagonia, ich weiß, ihr werdet das ja nie hören oder sehen, aber trotzdem, vielen, vielen lieben Dank für dieses Spiel, vielen, vielen lieben Dank, dass wir dieses Spiel spielen können, dürfen und so weiter. Ja, ihr habt da einen super Job bis jetzt abgeliefert. Soweit ich mich entsinnen kann, wir hatten hier nicht einen einzigen Abstoß, ne? Das hat ja alles funktioniert. Die Dinge, die drin sind, funktionieren wunderbar. Die Grafik ist einfach, ja, ist ein Hingucker, kann man ja noch sagen. Die Grafik ist toll. Die ganzen Gebäude sind sehr liebevoll gestaltet. Hier die Siedler und so weiter. Das ist alles sehr, sehr, sehr toll in Szene gesetzt und mit sehr viel Liebe zum Detail umgesetzt worden bisher. Und ich denke, das wird auch so weitergehen. Die Karten sind gut gemacht. Ja, also man hat die Aufträge, die man da so bekommt, das ist schon nicht ohne. Man muss da schon genau gucken. Ich hatte ja bei der einen Geschichte brauchte ich da sogar einen zweiten Anlauf, weil ich mich bei der ersten Geschichte da so ein bisschen verrannt hatte. Und das hätte nicht funktioniert, wenn ich das so weit betrieben hätte. Da wäre ich gnadenlos untergegangen. Und insofern hatte ich mich das so entschlossen, da setzt du nochmal komplett neu an. Und das war auch die richtige Entscheidung, die sich dann ist ja herausgestellt hat. Dann hat man dann den Bogen gekriegt, ne, und haben die Gegner da klein gekriegt. Und unsere Insel großgezogen. Ja, hier gefährlicher Hügel. Gefährliche Hügel, die sind wir in einem Rutsch durchgegangen. Aber aus dem Grunde, weil halt die Gegner, die da eigentlich für geplant waren, nicht vorhanden waren. Ja, auch die angekündigten Magier. Ich weiß gar nicht mehr, wo die jetzt waren. Ob schon im Bereich unfreundliche Nacht. Oder erst. Nee, hier siehst du ja. Um Schmieden und Zauberern. Genau, das steht ja groß. Die waren ja auch nicht da. Die sind aber nach wie vor angekündigt. Die sollen wohl, so wie ich richtig in Erinnerung habe, mit dem nächsten Update kommen. Wohl noch in diesem Jahr. Ja, also da kommt noch einiges auf uns zu. Da sollen auch noch Fabelwesen irgendwie ins Spiel mit integriert werden. Wenn man so will, sind die Werwölfe ja auch sowas ähnliches wie Fabelwesen. Also die sind schon da, aber da kommt noch was anderes. Ja, da kommen noch andere
und noch anderes Getier und Gedöns und Kreaturen. Irgendwie so. Ja, das wird noch spannend werden. Ich bin, wie gesagt, jetzt durch. Für mich ist diese erste Staffel beendet. Ja, wir haben die Einsteigerkarten aber komplett abgearbeitet. Wir haben die vordefinierten Karten komplett abgearbeitet. Die benutzerdefinierte Karte wird eine Aufgabe sein für eine weitere Staffel. Das ist so der Plan. Und wann ich genau da einsteigen werde, das weiß ich noch nicht. Ich habe so für mich so die Idee, das zu machen, wenn das Spiel wirklich fertig ist. Ja, also wenn der Release da ist, wenn alle Elemente, die hier in Planung sind und noch in Entwicklung sind, wenn das alles da ist, wenn das Spiel wirklich den Release hinter sich hat, ich glaube, da werde ich dann einsteigen. Dann machen wir da so eine benutzerdefinierte Karte und schauen mal, was uns da erwartet, welche Möglichkeiten wir da haben und so weiter und so fort. So ist so die Planung. Was kommt als nächstes? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich bin da jetzt selber ein bisschen überrascht mit diesem abrupten Ende. Ob ich jetzt mit einem von den anderen Projekten, die da bei mir laufen, weitermache, wie beispielsweise Foundation, muss ich gucken. Ich muss mich auch da ehrlich gesagt erstmal noch informieren. Ich habe da sowas im Hinterkopf, dass Foundation ein Release hatte. Oder vertue ich mich da jetzt ganz ehrlich? Muss ich schauen. Wir haben auch noch zig andere Projekte, ne, die Sache da mit der laufenden Stadt da, ne, mit diesem Riesenvieh, was da durch die Gegend streifert, also the Wandering Village, wie auch immer. Da, das ist ja auch noch in der Entwicklung, das Spiel halt, und da wird sich wahrscheinlich auch in der Zwischenzeit so einiges getan haben. Und ich habe da noch x andere Sachen. Ne. Wir waren auch schon mal irgendwie auf dem Mars, habe ich total verpeilt. Wäre vielleicht auch nochmal eine Idee, da entsprechend einzusteigen, entweder mit einer komplett neuen Siedlung oder ob ich mit der weitermache, mit der ich da damals aufgehört habe, weiß ich noch nicht. Ich bin auch nicht dazu gekommen, das selber irgendwie weiterzuspielen. So halt. Das war eigentlich auch so die Idee, dass ich dann so im Hintergrund weitermache, so ein bisschen da und dann halt nochmal einsteige. Vielleicht fangen wir auch nochmal ganz komplett neu an oder ich weiß es noch gar nicht, ob ich noch weitermachen möchte mit der Mars-Geschichte. Wird sich irgendwie ergeben. Ich guck mal. Ja. Zig andere Sachen. Wir haben also da so einige Baustellen noch offen. Oder ob ich ein ganz anderes Let's Play mache. Wir haben jetzt hier quasi ein Aufbauspiel nach dem nächsten gemacht. Das war ja so eine nahtlose Geschichte. Und ich hatte ja auch angekündigt für dieses Jahr, dass ich da schwerpunktmäßig in dieser Richtung unterwegs sein werde. Und ich glaube, das wird auch so der Schwerpunkt für meinen Kanal sein. Ich habe da sehr viel Spaß dran, diese Sachen zu machen, aber natürlich nicht ausschließlich. Ja, ich werde auch immer mal wieder das ein oder andere Spielgenre dazwischen schieben, irgendwie, weiß ich nicht, Adventure, was auch immer. Rollenspiele, ganz ehrlich, ich spiele die sehr gerne. Wir machen Rollenspiele selber sehr, sehr, sehr viel Spaß, aber das sind so Endgeschichten. Die ziehen sich ziemlich lange hin. Ich meine, gut, die Geschichte jetzt auch. Aber da hat man halt so einen Fahrplan, ne? Wie beispielsweise da die verschiedenen Karten jetzt beispielsweise, die man da so erstellen konnte. Oder die man halt durchleiten musste. Da war das Ende absehbar, sag ich mal so. Dann kommt es dann auf einen persönlich an, wie viel Zeit investiert man dann so in die ganze Geschichte. Und ich bin da so eigentlich so derjenige, der dann so mehr so den gemächlichen Weg versucht einzuschlagen. Ich habe es nicht so mit umgehetze. Ne? Also Speedrun gibt es bei mir hier nicht. Da seid ihr, wer das hier erwartet, der ist hier vollkommen falsch. Hier ist Entspannung angesagt, aber sowas von knallharte Entspannung. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt vollkommen. Ich guck mal, was ich demnächst jetzt hier machen werde. Ich bin da selber jetzt noch. Lasst euch einfach überraschen. Irgendwas kommt. Ne, also, dass da nichts passiert, wird nicht passieren. Das könnte knicken, da wird was passieren. Ich weiß nur noch nicht selbst. Selber noch nicht was. Eieiei. Es wird Zeit, dass ich Feierabend mache. Ja. Ich bedanke mich für eure Unterstützung die ganze Zeit. Ich bedanke mich für dieses gesamte Begleiten durch dieses Projekt. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ich hatte den meinigen auf jeden Fall. Ich kann dieses Spiel, das noch in der Entwicklung ist,
jetzt schon zu diesem Zeitpunkt empfehlen, wenn euch Spiele dieser Art gefallen, wenn ihr da selber Spaß dran habt, greift zu, ihr macht da nichts verkehrt. Und wenn ihr mit so einem Genre noch gar nicht irgendwie in den Kontakt gekommen seid, dann ist das die Gelegenheit. Ihr habt es ja gesehen, ne? Also wie gesagt, wenn ihr selber sowas noch nicht gespielt habt, traut euch da einfach mal ran, die Sachen selber zu bauen, da selber zu knobeln und zu gucken, wie kriege ich welche Probleme wie gelöst. Das kriegt man hin. Also wenn ich das schaffe, dann schafft ihr das dreimal. Das ist überhaupt kein Problem. So, ja, ich glaube, ich bin dann soweit durch. Ne, also ich glaube, soweit alles erzählt, was ich noch erzählen wollte. Ne, also wie gesagt, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Freut mich sehr, wenn ich hier sehe, dass das, was ich hier produziere, angenommen wird und das wurde es. Ja, ihr seid einfach super. Danke dafür. Und ich hoffe, ihr bleibt mir weiterhin gewogen. Ich bin weiterhin dankbar für Likes, Kommentare und Abos, ganz klar. Und das gilt für dieses Let's Play, beziehungsweise hat für dieses Let's Play gegolten und das gilt für jegliche anderen Let's Plays, die da noch kommen werden. So, ich bin jetzt aber endgültig erstmal fertig. Lieber Volker, der du das hier in die Wege geleitet hast, ne, Pioneers of Pagonia. Super Idee, super Spiel. Vielen lieben Dank dafür nochmal. Und ich denke, bis zum Release wird dann noch einiges von euch kommen. Da bin ich mir sicher. Das werdet ihr auf jeden Fall auch bekommen und ihr werdet uns da mit einigen Dingen wahrscheinlich noch überraschen. So, ich bin jetzt aber endgültig raus und sage wie immer, macht's gut, nutzt die Zeit und auf bald.